Zu den Fragen, über die Menschen mit Recht besorgt sind, gehört der Schutz der Außengrenzen. Warum so vieles bisher nicht funktionierte, hängt auch mit den nationalen Engstirnigkeiten zusammen. Daher ist es richtig und überfällig, zu einem gemeinsamen Entry-Exit-System zu kommen. Das ist ein notwendiger Schritt, den wir gerne mitgehen. Es sind aber auch Zweifel angebracht. Oft tendieren wir dazu, Verantwortung an Big Data zu delegieren, in der Hoffnung, dass sich dann alles von automatisch regelt. Das ist ein Irrtum. Und es ist aber auch der Schutz der Grundrechte, der Anlass zur Sorge gibt. Die Kolleginnen und Kollegen haben sich hier sehr bemüht, diesen Bedenken Rechnung zu tragen. Es bleibt aber eine offene Frage, ob wir nicht nach dem Kanada-BNA-Urteil des EuGH die Speicherfristen verkürzen sollten, und zwar ganz konkret auf 181 Tage.